Herzlich willkommen, du America-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde America eingeschaut hast. Wir machen das heute irgendwie. Ja, und zwar sind wir hier jetzt in dieser Mission, wo wir ein bisschen was, ja, berocken müssen. So, sie kann Bokaen. Bokahe. Ich würde gern hier die Pferde mitnehmen. Itasipa. Wir haben hier ein paar Büffel und Gold. Okay. Erstmal hier, dass wir weiter laufen können. Dass sie nicht so weit laufen müssen, die Jungs. Berittener Bogenschütze, okay. Wir müssen den irgendwie dann die Pferde darunter bringen. Sehr gut, dann machen wir direkt die Axt. So. Dann mache ich erstmal einen Bogenschützen, dass wir... Oh, ah, Gewehre kriegen wir jetzt ja auch zusammen. Moment, können wir noch was Neues bauen? Nee, ne? Nö. So. Perfekt. So. Dann hauen wir hier noch ein Wohnzelt hin. Und wenn es gleich geht, noch ein... Helf ihr einfach mal. Ich hoffe, dass wir da irgendwie runter können, ne? Gucken wir mal mit dem Berittenen, ne? So. Machen wir das so erstmal. Und dann noch einen, dass wir mal ein paar Krieger kriegen. Ich schau halt mal kurz, ich scout mal ein bisschen, okay, hier können wir nicht entlang. Ja, ein bisschen schade. So, was baut ihr? Oh. Geht gerade so klar, ne? Dann noch mehr. Ich will halt mal schauen. Ich will nämlich scouten und will nämlich gucken. Okay, hier ist ein Fort, alles klar. Gut, zurück. Wenn sie kommen, dann von hier. Können wir uns schon mal zwei machen. Dann machst du dir hier noch so ein Feld. Und wir können uns noch einen davon machen, damit wir hier ein bisschen Gold kriegen. Jo, das ist, glaube ich, so gar nicht mal verkehrt. Ich denke, an diesem Lager führt das hier vorbei. Machen wir hier mal Gold, dass wir uns gleich ein bisschen upgraden können, ne? Das ist nämlich so mein nächstes Ziel, dass wir uns upgraden. Oder, naja, machen wir 2-2, oder?
schon 1000 Holz. Das ist ja auch schon mal gar nicht mal schlecht. Oh, das sieht auch gut aus. Danach machen wir uns noch eine Trägerin. Dann machen wir das so. Dann sollten wir von allem so ein bisschen was haben. Ne? Was soll der Geiz, ne? So, da haben wir drei. Da. Okay, dann so. Und sie kann noch ein paar Zelte bauen, weil dann haben wir einfach den Platz. Den wir einfach dafür benötigen. So, da haben wir schon mal 500. Das heißt, wir können das Zelt der Alten bauen. Zelt der Alten, ne? Ja. Ah, da haben wir noch gut Gold. Perfekt. So, und dann schnappen wir uns mal das Pferd hier. Okay, da müssen wir ja dann irgendwas machen. Da ist noch ein Pferd. So. Das ist irgendwie mal voll schade, ne? Diese ganzen... Aber ich meine, die Bisons, ne, bringen uns halt übelst. Oder nee, komm, reit mal hier hin, genau. Die bringen uns halt richtig gut Essen. Dann können wir hier nämlich nochmal 4 Stück von den Damen hinbauen, dann passt es nämlich. Nochmal 2 Stück. Ja, Mann, die Bisons bringen uns halt so viel, ne? Warte, was können wir eigentlich mit der Tierverarbeitung machen? Können wir da... Schutzkleidung und das brauchen wir gleich noch. Ja, weißt du was? Dann machst du noch ein neues Feld. Du machst auch noch ein neues Feld. Wir haben erstmal 10 Stück, sollte ja lang. Machen wir die 100 voll, dann haben wir da auch alles. Sehr gut. Dann hätte ich auch gesagt, dass wir langsam dann schon uns fertig machen dafür, dass wir auf die drauf gehen. Auf die... ich mache noch ein bisschen weiter hoch. Genau so. So ist es doch perfekt. Ja, wir schauen mal, dass wir demnächst dann eine Armee haben, wo wir dann... irgendwie da drauf, also auf die drauf können. Jo. Yo.
So. Ja, ein bisschen schade, aber ja, Verluste sind immer da, aber es geht noch. Machen wir mal zwei Stück. Okay, Schutzkleidung 2, das ist gar nicht mal so ungeil, ne? Und gefährdete Pfeilspitzen, oh, geil. Hä? Warum? Ah, scheiße. Ja, da ist das Spiel abgestürzt. Dann, ja, starten wir es einfach mal neu, ne? Wie ihr seht, ich habe Dark Omen und so auf meinem PC. Aber passiert. Spielstand laden. Okay, wir hätten mehr deffen müssen. Laden. Jo, dann wissen wir ja Bescheid. An sich gar nicht mal so ungut, wie wir es gespielt haben, ne? Sag mal her. Okay, im Grunde gar nicht mal unklug, wie wir es gebaut haben, wie wir vorgegangen sind. Moment, die will ich wegmachen. Genau, machen wir so zwei Typen nochmal. Alles klar, dann können wir hier eigentlich entlang, ne? So. Da passiert uns ja recht wenig. Das heißt, wir machen erstmal. Ja, wir müssen erstmal voll auf Leute gehen. Wir haben 500 Gold, das heißt, wir haben ja eigentlich schon alles. So. Es war halt so klar, ne? Ja, du kannst ruhig mal mit Holz hacken, ne, Kollege? Ja, es kostet alles Zeit, deswegen zack, zack, zack. Ich bin auch ehrlich, mir ist das erstmal egal, ne? Wir machen hier mal. Mir ist das auch erstmal egal, wenn wir machen dann Speerkämpfer zum Verteidigen unten, ne? So, perfekt. So einen noch. So, dann fangen wir hier an. So, wieder ein. So, einfach mal von überall Nahrung holen, ranbringen. Komm. La Maya.
So, und wenn wir das haben. Gehen hier erstmal drauf. So, machen wir es erstmal so. Naja, müssen gucken, dass wir die irgendwie gedefft kriegen, ne? Das wird mir aber auch nicht angezeigt, ne? Da unten hast du halt auch überhaupt keine Anzeige gehabt, dass da unten hier irgendwelche Gegner hinkommen, ne? Ist irgendwie voll assi, ne? Die haben nur uns angegriffen. So, dann machen wir das noch und die sollten dann lang. Und dann haben wir hier unsere Einheiten. Na, kommt. So. Schicken wir die schon mal runter. Ja, wir müssen halt jetzt an so zwei Fronten kämpfen, ne? Irgendwie ganz crazy ist das. Boah, da kommen ja alt. What? Ist das laut? Ja, ihr fühlt, ne? Gut, dann würde ich hier sagen, ja, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß jetzt auf was es ankommt. Wir müssen richtig auf die Kacke hauen. Wir müssen richtig schnell arbeiten. Wir kriegen jetzt wieder, dass wahrscheinlich die Mission fehlgeschlagen ist. Ja, irgendwie haben die uns diesmal nicht angegriffen, sondern nur den Gegner. Crazy, ich würde sagen, ja, wir sehen uns hier in der nächsten Folge und machen das nochmal, ne? Bis dahin, ja, macht's gut.